Hey Skatfreunde, lasst uns das Jahr abschließen mit einem Blick auf das letzte Rätsel des Jahres 2023. Das hat es nämlich mal wieder in sich. Ist das euer Ernst? Fragt uns Tim Rust, den ihr vielleicht aus meinen Streams auch als den Racing Warrior kennt, unseren jungen Mathematiker, der hier wieder eine schöne Knobelverteilung eingereicht hat. Ein Spiel, das gegen eine wirklich extreme Verteilung ins Wanken gerät. Erstmal ein schöner Ansatz und der wird natürlich erst durch diese hervorragende Ergänzungskarte, durch die Pik 10 zum echten Riesen. Jetzt haben wir ein sehr starkes Spiel schon mit gewissen Luxusproblemen. Welches Ass drücken wir uns denn eigentlich blank? Und wir entscheiden uns hier für das Karo Ass, haben jetzt den Sechstrümpfer mit beiden Trumpfvollen, zwei Seitenassen und dann kommt dieser erste Stich, ne? Was du noch nicht weißt, aber gleich sehen wirst, du spielst gegen eine der ungünstigsten Verteilungen überhaupt mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 1 in 710. Ja, da erkennt ihr die Handschrift vom Tim. Was meint er damit ganz konkret? Vermutlich, dass die Trümpfe 5 zu 0 stehen, und zwar in Hinterhand, und dass Vorhand diese vier Kreuzen hat in der Konstellation, in der Kombination, ist das nicht besonders wahrscheinlich. Und tatsächlich haben wir erst durch diesen ersten Stich eine Chance, in dem beide Gegenspieler irgendwie nicht so ganz optimal treffen. Also Vorhand das Ausspiel aus dem Kreuzvierling mit der Dame war schon günstig für uns. Und auch, dass Hinterhand jetzt ein bisschen pickig ist und diese sieben Augen nicht stechen will, das macht es uns möglich, das Spiel zu gewinnen. So, dass der erste Stich ein bisschen komisch aussieht, ist gesetzt. Aber ahnt ihr daraus schon, dass fünf Trümpfe dagegen stehen? Und kann es nicht sein, dass ihr dennoch erstmal ein bisschen unbedarft die Trumpfdame rausspielt oder Trumpflusche? Ich vermute schon, also probiert das gerne mal, legt ein bisschen hin und her. Es ist das Spiel nicht zu verteidigen, wenn ihr hier über Trumpf geht. Und um tatsächlich die Lösung zu finden, gerne auch erst im zweiten oder dritten Anlauf, dennoch um dann auf die Lösung zu kommen, nachdem ihr die fünf Trümpfe in Hinterhand gesehen habt, braucht es so ein bisschen Erfahrung und Gefühl. Es ist so eine Mischung aus Gefühl und Wissen, was die Topspieler hier abrufen können, um so eine Aufgabe dann auch zu lösen, relativ schnell. Wir wissen einfach, dass es ungünstig ist, ein blankes Ass zu haben, in das wir eingespielt werden. Also bei solchen Extremverteilungen, da ist nicht mehr das Tempo das Entscheidende, dass man möglichst oft angespielt werden kann, sondern da wird das Stellungsspiel entscheiden, dass der Spieler links mit seinen Trümpfen irgendwann mal selber antreten muss und wir darüber einen extra Stich vielleicht generieren. Also es ist ganz dem Topspieler ganz offensichtlich, dass das blanke Ass jetzt erstmal abgespielt werden muss. Und das Kreuz Ass ist übrigens auch eine Karte, die gegen die fünf Trümpfe gar nicht zu verteidigen ist. Das führen wir hier besser auch gleich ins Gefecht. Kürzen den Gegner um einen Trumpf und gucken mal, was er dann selber schafft. Er schafft es also, auf vier Augen eine Übergabe zu spielen. Und wenn wir jetzt hier die Kreuz 9 fallen lassen, dann kommt leider ein Trumpf voller irgendwie so ein bisschen in Gefahr. Das ist nicht die Lösung. Wir dürfen es den Gegner nicht so leicht machen, hier uns in die Zange zu nehmen. Wir müssen hier erstmal mit dem Trumpf Ass stechen, das Trumpf volle retten. Und das können wir uns erlauben, weil wir jetzt die eine Nachspielkarte haben, die den Hinterhandspieler eben wieder ranbringt. Und das ist die Pik 7. Das macht hier übrigens auch den Unterschied, wenn du das Spiel gefühlt an sich eine Karte stärker in der Hand hast, statt der Trumpf 7, die Trumpf 8 oder die Trumpf 9, dann ist das Spiel tatsächlich nicht zu gewinnen, denn die Trumpf 7 würde, die Trumpf 8 oder 9 könnte von dem Spieler hinten einmal getaucht werden und dann müsstest du selber nochmal antreten und hättest genau diesen einen Zwischenzug weniger. So aber kannst du jetzt mit der Trumpf 7 rausgehen. Idealerweise nimmt der Hinterhandspieler erstmal nur mit der Lusche und bietet dir den Karo-Buben an. Jetzt siehst du es aber schon, du kannst mit dem Pik-Buben hier einmal übernehmen. Das ist die Stärke dadurch, dass du deine Einschubkarten direkt abgespielt hast, dass der Spieler selber einmal antreten muss mit Trumpf. Du spielst einfach Trumpf wieder raus und jetzt ist die Übergabe im Herz König, die ist ja nicht mehr unterwegs. Jetzt liegen da sechs Augen und das ist der Moment abzutragen, denn bei 41 Liegen musst du jetzt eben schon hoffen und das hoffst du auch zu Recht, dass zumindest der eine volle hinten beim Spieler mit den Trümpfen sitzt. Da kommt die Karo 10 und der Sack wird zugemacht auf 61 Augen. Ja, und das ist tatsächlich
Überraschenderweise muss man sagen, das ist der einzige Weg. Im zweiten Stich übers Karo Ass, im dritten Stich das Kreuz Ass verbrennen, im vierten Stich hochstechen und dann im fünften Stich mit der Trumpf 7 rausgehen. Also diese Kombination, die muss man erstmal finden, um hier das Spiel zu schlagen. Und das selbst, wenn man alle die komplette Verteilung kennt, ist das vielleicht keine ganz leichte Aufgabe. Von daher, bravo, schön ist hier, nur durch die Fehler im ersten Stich ergibt sich eine marginale Siegchance durch die Jagd auf die Karo 10. Um diese zu fangen, muss man aber in den folgenden Stichen, wie eben genannt, jede Karte genau treffen. Probiert es gerne aus, nehmt es euch mit zu Herzen. Die 5 Trümpfe sind zwar nicht in jedem Spiel dagegen, aber sie sind dann doch oft genug dagegen. Man hat sie, muss häufiger als einem lieb ist, vielleicht auch mit schönen Spielen gegen eine ungünstige Trumpfverteilung ankämpfen. Dann ist es immer gut, wenn man so ein bisschen die Theorie kennt, wie solche Spiele grundsätzlich abgewickelt werden. Und vielleicht mag es euch von Nutzen sein und ihr seid in der nahen Zukunft dann mal wieder mit 61, 62, 63 Augen dabei und könnt den Mitspielern die Nase zeigen. Und damit wünsche ich euch noch alles Gute, vor allen Dingen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein fantastisches, gesundes und skatreiches Jahr 2024. Bis dahin.